Servus Leute, wir sind wieder unterwegs vom Team Magic Underground. Bubi da, Thorsten, hi. Christian und Maximilian. Servus. Und der da? Ich, sonst gibt es Video nicht, weil ich film. Wir sind irgendwo im Schiefergebirge unterwegs. Bei einem schönen alten Bergwerk, war mal als Uferlagerung gedacht, wurde aber verworfen, weil die Eingänge zu offen liegen. Wir waren schon mal da bei der Vortour. Jetzt sind wir mehr Leute, jetzt können wir auch mal in die Seitengänge reinhauen und euch mal auch mal alles zeigen. Anfangen tun wir mal kurz mit diesen Trafohäuschen. Das diente zur Stromversorgung für die Elektrobahn da drin. Wir werden da drin dann auch eine Lok sehen, leider ist sie verbrochen. Aber Erklärung kommt dann von drin. Da werden wir auch einiges berichtigen von unserem letzten Video, wo wir dann aufgrund der Recherchen herausgefunden haben, dass das so nicht war. Also es bleibt spannend und ich würde sagen, dann geht's los. Also das war der Kühlwasserbehälter. Hier sieht man noch so eine Art Gebläse. Ja, wir laufen hier durch die ehemaligen Produktionsstätten. Ein paar Gebäudereste stehen noch. Hier haben wohl die Mitarbeiter gewohnt und gearbeitet. Und ihr seht es auch, wir haben wieder ein Loch gefunden. Das ist der Eingang zur zweiten Sohle. Die wir jetzt zusammen mit euch befahren. Von drinnen melden wir uns dann wieder. Also, die meisten kennen das noch von seinem letzten Video. Das war mal so Aufenthaltsraum, Sprengmittellager für den Anfang, keine Ahnung. Die erste Abraumhalde. Und jetzt spielen wir alle mal Eisenbahn. Alle da? Ne. Also links sehen wir da noch die alte Stromleitung. Dass die Licht drin hatten, die ganzen Generatoren betreiben konnten und Versorgungsrohre dranhängen. Und es geht noch ordentlich weit rein. Also wie gesagt. Da ging es dann auch mal wieder zum Ausgang. Na. Ne.
Nö. Weiß ich nicht, das ist ja Also das ist ein, sag ich mal, Neuabbaugebiet. Der Altbergbau, der hat ja kleinere und schmalere Gänge gehabt. Das war schon der modernere Vortrieb hier. Rechts haben wir wieder so Hallen. Da liegt eine Abdeckung von dem Stromverteiler hier. Links den Schienen. Können wir folgen. War mir da drin damals schon? Nein. Gut, gehen wir jetzt erstmal links. Den Verteiler wissen wir ja. Oder? Also hier waren wir auch noch nicht. Also diese Gleise sind nicht fest im Boden verankert. Man sieht es jetzt zum Beispiel hier. Das hatte folgenden Grund. Die Überwurflader waren auf einer Drehscheibe montiert und konnten links und rechts sich bewegen. Wenn sie da vorne gesprengt hatten, haben sie die Schienen immer Stück für Stück von links nach rechts oder von rechts nach links gelegt. Der Überwurflader konnte mit einer Lore vorfahren, befüllen und wieder zurück. Bohrgestänge haben wir wie in der Uferlagerung auch hier. Hier liegt sogar noch eine Bohrkrone oder eine Bohrspitze. Man sieht es schon. Die war natürlich viel länger. So wie hier. Da ist sogar noch ein Meißelchen mit drin. Wir sind in einen anderen Nebengang rein, Schatzi, weißt du? Ja, ich war jetzt so irgendwie. Hier ist fertig. So, gut. Also wenn man jetzt diese Halle durchläuft, kommt man wieder drüben auf den Hauptweg. Das sind jetzt hier die Abraumhallen. Doch, an dem Verbruch sind wir vorbei, Schatz. Das letzte Mal sind wir an dem Verbruch vorbei. Ja. Sei, wir sind nicht durch die erste, sondern durch die zweite Halle abgebogen. Oder der dritte, da wo die Schienen rauskommen. Und da ist schon fertig. Ja, ohne Fledermaus.
Also da oben sieht man jetzt noch eine Zündung drin. Aber der Strohmann schießt rum, ist bestimmt gewaltig. Eine Zündkappe. Da jetzt ist Schuh runter und hier auch überall. Da ist eine Flasche mit Befestigungsverbot, der dahinter. Ja. Mal noch. Also könnt ihr das euch mal angucken. Vielleicht seht ihr mehr von hier. Also das könnte so ein Simba gewesen sein. Da haben wir auch einen. Das ist uns beim letzten Mal bei der Vortour gar nicht aufgefallen. Aber bei Stängel hat er auch. Über uns steckt noch schön ein Massiv drin. Ja. Hier steckt auch ein Bogenstänger, guck mal. Krass. Ja, das ist Draht. Ah, und Unterhaltung da oben. Und das waren die Abraumhallen. Ja. Und wie gesagt, da wird jetzt eine Halle wie die andere aussehen hier. Zum Vergleich kann man auch mal in die Nebenhalle gucken. Hier haben wir wieder unseren Hauptweg mit der Druckluftversorgung und den Schienen. Und hier haben wir wieder eine weitere Abraumhalle. Das ist massiv hier, die Drahtseile. Ja, das ist der Hauptweg, der nach hinten kommst du raus. Oh, das dauert ein paar hundert Jahre noch. Also da haben wir auch wieder so Riesenabraumhallen. Hier haben wir wieder Abraumhallen. Da haben wir eine etwas größere Abraumhalle. Können wir ja mal kurz reinlaufen. Da
Da waren wir auch noch nie. Und das waren immer die Durchgänge. Der war jetzt ein bisschen größer, der Durchgang. Da hinten liegt noch eine Leiter oder was? Das gucken wir uns gleich mal an. Auch wieder ein Abraumstollen. Eine alte Leiter. Und wieder riesige Hallen. Das hatte ich fälschlicherweise als Messpegel gesehen, das ist aber nur ein Stützer, weil in den meisten Bergbau unter Tageanlagen ist so eine Metallstange unten von oben nach unten abgelassen und unten ist dann ein Punkt zur Markierung, dann sieht man, ob der Berg sich verschoben hat. Aber das hier war nur eine einfache Stütze. Also hier bricht jetzt gleich mal wieder ein Blitzlichtgewitter aus. Da liegt auch irgendein Ansaugstutzen oder ein Luftfilter drin. Und da ist wieder so eine Zündschnur dran. Oben. Der Sehne. Will jemand einen Schaffner spielen, dann kann ich das Ganze nochmal filmen. Also da drüben habt ihr den Hebel. Christian wird mal einen Hebel umlegen und dann werden wir mal gucken, was die Weiche macht. Und tatsächlich, sie bewegt sich noch. Wenn auch nicht ganz rüber, aber sie ist noch funktionsfähig. Da vorne ist noch mal eine. Ich glaube, sieht fast fertig aus da hinten, oder? Der ist zu.
Und da ist auch zu. Nein, dann. Da waren wir das jetzt schon auch nicht. Nee. Wir haben ja gesagt, letztes Mal waren wir nicht in allen Gängen. Aber jetzt sieht man mal gute Bergwerksarbeit. Wie man so die Decken abgestützt. Gut, alles hat wohl nicht gehoben. Da hinten haben wir dann einen Verbruch. Ja, hat die letzten 100 Jahre gehoben, hebt es jetzt auch. Oh. Das sieht ja mal geil aus. So holt sich die Natur alles Stück für Stück zurück. Das Ganze werden wir auch auf Bildern einfangen und euch zwischenrein spielen, dass ihr das auch mal so genießen könnt wie wir gerade. Guck mal. Also so eine leere Sprenghülse. Ich glaube, der Christian hat sie gestern abfotografiert. Das Foto wird er uns dann auch mal zur Verfügung stellen. Dann wissen wir, was hinter den Kabeln in der Wand steckte. Ja, da ist die Knochen wieder. Also so wie das aussieht, wird das ab und zu hier mal richtig prapplisch. Ja, man kommt sich recht klein vor in so einem Bergwerk. Ja, eine Lorenkreisbahn. Und zwar, hier sieht man schön die Druckluftregelung, mal die Lore hier und diese Siloöffnung gefahren. Die wurde dann mit Luftdruck geöffnet. Das Gebläse hier hat dafür gesorgt, entweder war es Gebläse oder wurde weggesaugt, Absaugung, dass der Staub beim Runterfüllen der zweiten Sohle entstanden ist, abgesaugt wurde. Und unten standen die Loren und wurden somit befüllt. Und die sind dann einmal hier rum im Kreis gefahren, wieder zum Ausgang. Also da sieht man es auch nochmal schön. Auf zu. Es steht auf. Warum das Ganze nicht geht, ist auch ganz einfach zu erklären. Nicht weil es verrostet ist, sondern weil die damals was sich dabei gedacht haben. Wenn der Schacht nämlich voll ist und der ist offen oder es bricht was nach, ist der Schacht hier unten zu. Ist immer mal wieder interessant, sowas zu sehen. Falls ich was falsch erklärt habe, freut es mich natürlich, wenn ihr das unten in den Kommentaren berichtigt.